Komm schon. Guck mal, der hat doch richtige Stiefel an und alles, ne? Richtig geil gemacht. Ach so, ich muss die Angriffe kontern, okay. So geil, ne? Mit dem Blitz. Er schießt einfach einen Blitz auf den Gegner. So cool gemacht, ey. Thor ist am geilsten, finde ich. Thor und Hulk sind eigentlich richtig nice. Ey! Ich kann nicht mal angreifen. Das war's? Wollt schon meinen, Alter. Ja, können wir. Tor geht richtig ab, ne? Bam. So. Richtig geil. Ich habe die nächsten Roboter so kalibriert, dass sie eine Herausforderung für sie darstellen werden. Ich hoffe, das ist okay. Hä, was meinst du? Die Axt war viel cooler. Ja, die Axt hat er natürlich hier nicht, ne? Die Axt hat er hier nicht. Ich glaube aber nicht, dass man die frei. Richtig nice. Ich find's so geil mit Thor. Mit Thor so witzig. So genial, Alter. Wie hat er den Hammer wieder zurückholt, ne? Er kämpft erstmal ohne Hammer. Er kämpft erstmal ohne Hammer, holt sich den Hammer wieder zurück und haut wieder rauf, ne? Bumm, weg. Mit Thor war sowas von einfach. Mit Thor war richtig einfach gerade. Es ist eine Ehre, Sie bei der Arbeit zu beobachten. Danke. Danke, danke. Also mit Thor war richtig simpel. Gottes Stoß. Okay, jetzt müssen wir. Ach guck mal, wir haben Captain America, Iron Man und Mrs. Marvel am Start. Ach so, jetzt lernen wir die ganzen Techniken hier, ne?
Ach, der kann sogar Blitze schießen. Ja, geil. So, wo sind die nächsten Villen? Ran hier. Wie geil ist das denn? Ja, das stimmt. So, weg damit. Oh. So, 3 von 10. Es dauert natürlich ein bisschen länger jetzt, ne? Mit diesen Gegnerwillen. Aber ich denke, wir kommen da gut voran. So, weg. 4 von 10. Ah, nee, da ist noch einer. Eine Niederlage war unvermeidlich. Du bist süß, ne Homo. So, zack. In euer Gesicht. In euer Gesicht. Sehr geil. 5 von 10. Ja, ich weiß, danke. Ich bin auch Odins Sohn. Son, Alter. Ah, zack. Ah, schade, dass das nicht ein bisschen weitergeht, ne? Diese Elektro-Sache da. Dieser Blitz. Schade eigentlich. Zusammen sind das Monster beim Angriff. Ja, natürlich, Digga. Logisch. Wenn die alle zusammen kämpfen. Achso, der ist schon tot. Ich dachte, der wäre noch am Leben. Wir müssen da hinten noch hin. Es ist der Donnergott. Ja, das ist der Donnergott, ich weiß. 6 von 10. Wir sind nicht allein. Paddy, du immer mit deinen. Du machst doch immer nur diese Bits, damit das immer. Damit diese Nachricht da kommt, oder? Dass immer dieses Lachen kommt, oder? Ich mach das mal mit 1500 Subs. Weg, du bist hier auf Twitch. Naja, die anderen habe ich ja auch. Nee, ich habe das immer drinne. Ich habe das ist automatisch immer drinne. Habe ich keinen Bock, das jetzt extra wegzumachen, weißt du? Da habe ich keinen Bock, das extra wegzumachen. Darum lasse ich das immer. Darum lasse ich das immer. Verwirrt halt. So, wo sind die anderen jetzt?
vermeiden. Echt, ja? Oh. Oh, okay. Wächter von Asgard. Wächter von Asgard. Bam. Das kommt von Herzen. Richtig geil, ne? Also, wie gesagt, Thor ist mega geil, Alter. Thor macht schon richtig Bock, ne? Thor macht schon richtig Spaß. Dann machen wir mehr Bits auf einmal. Ja, unter anderem, und ich will dich supporten. Achso, vielen, vielen Dank, Digga. Hast du heute eigentlich gestreamt? Ich habe dich gar nicht online gesehen. Okay, ich bin jetzt auch schon fast 2 Stunden on. Aber ich glaube nicht, dass ich dich gesehen hätte, dass du online warst. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Na, kriegt er erstmal. Guck mal, der Hammer liegt erstmal da unten drauf, ne? Auf diesen Typen. Sehr geil. Wie im Film halt ein bisschen, ne? Wo er halt diesen Hammer da hingelegt hatte, ne? Das war richtig nice. Bam. Okay. Seht den Gott des Donners. Blitz und Donner. Schwert und Eis. Meine Macht ist unaufhaltsam. Oh, die sind ja schon tot. Es geht zu schnell. Es geht einfach zu schnell. Und tschüss. Die Feinde wurden besiegt. Es geht einfach zu schnell. Mit Thor ist richtig nice, ne? Wird man nicht gierig. Das war ein bisschen ein R. So, gut. Dann wollen wir mal mit Törschen, Alter. Niemand besiegt den Gott des Donners. Du fällst so hoch. Ich rufe den Blitz. Ja, durch den Blitz natürlich können sie nicht viel so machen, ne? Durch diesen Blitz alleine. Durch diesen Blitz ist schon mega geil, ne? Guck mal, da liegt mein Hammer, ne? Ach so, den kann ich schmeißen? Mit 3 kann ich den zurückholen. Aha, okay. Gut zu wissen. Ich wusste immer nicht, ob der Hammer automatisch zurückkommt oder ob man den halt zurückrufen kann. Aber dieses Mysterium haben wir jetzt auch gelöst. Ja, es geht so mehr als Adventure. Naja, habe ich nichts dran. Na, ich habe vorhin auch noch nie gespielt, aber ich wollte es immer mal spielen. Aber wie gesagt, ich habe dann halt gesagt, ich habe dann immer gesehen, dass es. Bleiben Sie in Reichweite des Kontrollpunktes. Ich habe dann immer gesehen, dass es so krass verbuggt sein soll und dann habe ich das sein lassen, ne? Dann habe ich mir das auch gar nicht gekauft erst. Ja, ja. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ist ja gut. Für Azeroth. Für Aslan, Alter. Für Aslan.
Ah, diese Explosionstypen sind halt richtig ätzend, ne? Ah, diese Explosionstypen sind halt richtig ätzend, ne? Die sind schon ein bisschen belastend, ey. Na, sag mal, gibt's doch gar nicht! Danke, Kumpel. Bitte sehr. Teamplayer. Ich glaube, mit Thor muss ich immer diese eine, diesen einen Move machen, ne? Dann kriegt er halt immer diese Energie wieder zurück. Hey! Gibt's doch gar nicht. Bam! So, komm her. Ist halt schwierig, Game, nichts für jeden. Adventure ist eins der verbuggtesten Game, die ich kenne. Nee. Digga. Also das größte verbuggte Game, was ich bis jetzt jemals gespielt habe in meiner langjährigen Karriere als Spieler, war Assassin's Creed Unity. Das war das verbuggteste Spiel, was ich je erlebt habe. Digga. Machen wir. Ja, ich habe auch alle Herausforderungen erfüllt und durchgezockt, ja. Das Spiel war ja auch an sich cool. Die Zeit, die sie da gemacht haben, in der Revolution und so, war Bombe. Also das war richtig gut gemacht. Auch die Charaktere waren eigentlich sehr gut, aber das Spiel an sich mit dem Rumspringen und das verbuggte Rumspringen und dann konntest du... Dann bist du in Mauern verschwunden oder dann bist du an Wasserspeiern und alles sowas bist du hängen geblieben und konntest nichts machen, Alter. Bist mit dem Dings hängen geblieben. Richtig schlimm war das. Richtig schlimm. Bruder muss groß, ja. Ich muss groß und los, Alter. So. Nee, aber das war wirklich. Unity war wirklich krass, Alter. Unity war schon heftig, ey. So, gibt's hier was zu machen? Achso, da sind wir gekommen, okay. Hey, wie geht's euch so? Gamble 1000, Phoenix hat gleich mal hier wieder Ryan, Alter. 1750, Alter. Dieses Lachen, Alter. So creepy, ne? Dieses Lachen von Boo. Macht mir jedes Mal Angst. Ich hab Angst. Bam. Gut, dann wollen wir mal zu der Mission, so dass wir noch hinbekommen. Oh, da ist eine Kiste. Die müssen wir uns natürlich noch holen. Sag mal, Partyboy, für was brauchst du eigentlich die ganzen Bits? Benutzt du die nur zum Schreiben oder? Oder hast du sie geschenkt bekommen? Oder gekauft? Verstärkung ist eingetroffen. Dieses Lachen. Schützen Sie die Inhumans. Wann machen wir Double Stream? Können wir gerne mal machen, Digga, Alter, wenn du Bock drauf hast. Können wir gerne machen, Alter. Wir können auch mal was zusammen spielen, Alter, wenn du Bock drauf hast.
wenn ich das Game auch habe und das online-mäßig so geht und so, dann kann man das natürlich gerne verbinden, ne? Ach du Scheiße, da unten geht's ja richtig ab. Oh. Oh, der ist gleich down. Ja, das war's. Sie müssen sie schützen. Naja, will ich ja. Will ich ja, mach ich ja. Wo sind die anderen jetzt hin? Hey, hier war doch noch einer. Okay. Okay, 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 ich muss schnell hoch. Oh, das war so klar, ne? Ich rufe den Donner! Die haben mit ihre scheiß Schutzschilder, ne? Richtig auf den Sack. Ich wollte eigentlich da hoch. So, weg die Hütte. Bam. So, du hörst mal auf mit deiner scheiß Knarre hier. Hey! Wieder ein Gegner besiegt. Ich glaube, weil jetzt einer. Okay. Ja, weil einer gestorben ist, ne? Gab's einen Sternabzug. Double Trouble! Double Troublemaker, Digga. Hab die Bits gekauft. Worauf zockst du denn? Also, ich zock eigentlich. Also, wenn es Multiplayer ist, dann am besten immer PC. Weil auf Playse habe ich kein Playse Plus Abo. Und da kann man ja dann nicht mehr online zocken. Ne? Aber hauptsächlich, so wie Coach sagt, ne? PC. Also wenn irgendwas geht, am besten PC halt, ne? PC wäre schon ganz geil. Wie gesagt, Destiny hat zum Beispiel Lattenrost jetzt noch Destiny 2, wenn du sowas auch zockst, also Ego-Shooter oder sowas, dann auch immer am Start, ne? Gut, ja, jetzt können wir natürlich erstmal ein bisschen was erweitern hier. So. Ja, man muss halt noch viel spielen, ne? Also man muss sehr viel spielen, um diese Erfahrung zu bekommen. Ja, das war's denn eigentlich, ne? Erstmal. Ja. Das war's erstmal. Haben wir eigentlich schon das andere Outfit? Natürlich nicht, ne? Den können wir erweitern, das ist gut. Ah, doch. Geil. Hier, Odins Sun, Alter. Schön, Odins Sun. Na, Sammlung haben wir hier natürlich ein bisschen was. So, dann können wir nochmal die anderen Helden nochmal auswählen. Hier zum Beispiel Iron Man. So, was hat er denn? Ah, der Anzug gefällt mir eigentlich nicht. Der sieht zwar geil aus, aber ich will lieber diesen weißen Anzug. Der sieht mir ein bisschen besser aus. So, der hat keine Fähigkeiten zum Upgraden. Dann haben wir Hulky. Da habe ich aber auch nur... Da habe ich auch bloß diese zwei Hulks, ne? Oh, hier. Freigeschalten. Namensschild. Geil, Alter! Ah, man kann hier andere Namensschilder, ne? Takedowns, ne? Da habe ich noch keine. Emojis habe ich hier. Hey! Und Outfits. Natürlich einmal der zerbrochene Banner, ne? Und der ungebrochene Banner. Ich würde natürlich diesen Classic-Dingsbums, ne? Was ist das hier? Diesen klassischen. Ne, okay, das ist was anderes. Ich wollte eigentlich den... Haben die gar nicht den klassischen Hulk? Doch!
Doch, hier. Diesen klassischen Hulk, Alter. Richtig geil. Ikonisch, genau. Da haben wir noch Zerschmetterter. Was ist das für ein... Was ist denn das für ein Hulk? Ein blauer? Okay. So, wer ist das hier? Wilder Hulk. Okay. Warum haben sie eigentlich diesen Red Hulk nicht? Den roten Hulk? Das wäre auch mega geil. Naja, gut. So, was haben wir denn noch? Haben wir diese Hütte noch? Okay, der hat halt nur diesen und diesen. Oder halt diesen modernen Schlägerei, Wächter, Beschützer, Stark-Tech oder ikonischen Outfit, ne? Das ist halt aus dem Film hier, ne? So, Namensschild hat er natürlich auch nur eins erstmal. Ja, also wie gesagt, das Spiel macht auf alle Fälle sehr viel Bock, muss ich sagen. Gut, dann war es das aber erstmal. Ja.